Am Schloss Dobeluk übergaben der Landkreis Elbe-Elster und das Land Brandenburg ein neues Katastrophenschutzfahrzeug inklusive umfangreichem Zubehör an die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Dobeluk-Kirchhain. Landrat Christian Jaczynski betonte vor allem die Bedeutung des Ehrenamtes. In Elbe-Elster gibt es keine Berufsfeuerwehren. Die Kameraden tun ihren Dienst vollständig ehrenamtlich. Ein Umstand, den man nicht hoch genug wertschätzen kann. Staatssekretär Grünberg verwies noch einmal auf die Großbrände der vergangenen Jahre und damit auf die Wichtigkeit einer guten technischen Ausstattung der Wehren vor Ort. Besonderheit in Dobeluk-Kirchhain und auch eine lange Tradition ist die Segnung von neuen Löschgruppenfahrzeugen. Und so vertrauen wir dieses Fahrzeug und alle, die damit und daran arbeiten, dem Segen und der Gnade Gottes an. Segne und behüte euch, Gott der allmächtige und barmherzige, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Natürlich wurde das Fahrzeug nach der Übergabe von den Kameraden auch unter die Lupe genommen. Einsätze werden damit nun noch effektiver und auch effizienter vonstatten gehen können.